Nachspielzeitpunkt Rocks begrüßt euch nicht aus Mexiko-Stadt, da wäre es deutlich wärmer als heute hier bei uns. Aber herzlich willkommen, Andreas Richter ist mein Name, zur Formel-1-Analyse zum großen Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt. Drittletztes Rennen der Saison und die Entscheidung um den Titel bei den Fahrern. Eine Woche vorher wurde Mercedes bereits zum vierten Mal in Folge Konstrukteursweltmeister. Herzlichen Glückwunsch Richtung Stuttgart. Und jetzt am Wochenende hat es Lewis Hamilton mit einem 9. Platz verdient, muss ich ganz klar sagen, geschafft, Weltmeister zu werden. Zum vierten Mal in seiner Karriere. Damit ist er der erste Brite, der das schafft in der Geschichte der Formel 1. Und er schließt damit auf zu Sebastian Vettel und auch zu Alain Prost. Es war ein Rennen mit spannendem Beginn. Unfall, ein normaler Rennunfall kurz nach dem Start zwischen Vettel und Hamilton. Kein Vorwurf an irgendeinen. Beide mussten an die Box Reifen bzw. Nase wechseln beim Ferrari-Pilot. Deswegen kamen nach der ersten Runde schon beide ins Hintertreffen, hatten keine Chance mehr auf den Sieg. Vettel Vierter, Hamilton Neunter. Damit war der WM-Titel für den Briten verdient in trockenen Tüchern. Schauen wir kurz auf Platz 1. Verstappen hat gewonnen zum dritten Mal in seiner Karriere. Und das war ein ganz, ganz eindrucksvoller Sieg. Eine ganz eindrucksvolle Fahrt zu Platz 1 im Autódromo Hermanos Rodríguez. Auf den Plätzen 5, 6 und 7 waren interessante Piloten. Fünfter Esteban Ocon, der junge Franzose in Diensten von Force India. Der hat Nervenstärke bewiesen, denn er bekam vermutlich von Perez-Anhängern Morddrohungen vor in den Tagen vor dem Rennen, war mit Bodyguards unterwegs, hat dem Druck standgehalten, ist Fünfter geworden. Glückwunsch auch an den jungen Franzosen. Sechster wurde, ganz hervorragende Fahrt, mit die beste Leistung in der Saison, Lance Stroll, der junge Pay-Driver bei Williams. Aber er hat sich etabliert in der Formel 1, trotz starker Kritik, auch von mir, zu Beginn der Saison, ganz klar. Aber ich bin überzeugt, der Junge geht seinen Weg nach seiner Dominanz in der Formel 3 EM noch im vergangenen Jahr. Und ein Platz dahinter, eben auf Rang 7, der eben schon angedeutete Sergio Perez, der Mexikaner, der einzige Mexikaner im Feld, der unter enormem Druck stand seiner Fans, auch wegen der Ocon-Affäre, aber er hat sich auch gut aus der Affäre gezogen, hat zwar Ocon nicht geschlagen, aber wurde guter Siebter. In diesem Sinne auch Glückwünsche an den jungen Mexikaner. Das war's aus Mexiko-Stadt. Weiter geht's mit dem vorletzten Lauf Mitte November in Brasilien. Dann sehen und hören wir uns wieder hier bei Nachspielzeit.rocks. Tschüss sagt für heute euer Andreas Richter.